Picasso had the big balls. Il est quand même d'avant tout peut-être un gros bouquet de testostérone. Das Tolle an Picassos Bildern ist der Spieltrieb darin. Diese ungeheure Leichtigkeit. For me, Picasso is always as a flag for the independency of as an artist. Artist and activist. Es gibt ja auch in dem Sinne keine große Entwicklung. Also er hat ja nur sich selber verwirklicht. Picasso steht für was, was fast gottgleich ist oder für die Malerei an sich. Naja, Picasso ist für mich der Künstler. There was just two female students and everybody was male. Old professor came, very intense looking at us and said, this is the situation. If you don't have the balls, you never can become an artist. I literally understood this, not metaphorically. I went home, I cried for an entire week. And now, looking into retrospective to all that, yes, Picasso had the big balls, but we female artists have big balls too. Il est le grand, il est un des grands-pères. Et maintenant, il y a plein de grands-mères. C'est ça qui est important, c'est que les grands-mères commencent à... Qu'il y ait plein de grands-mères aussi qui sont des points comme ça très importants dans l'histoire de l'art. Et donc voilà, pour moi, il positionne un moment dans le temps, ça c'est clair, et nous fait avancer. Et là, ça y est, hein, on est dans d'autres histoires aussi, grâce à lui et avec lui, quoi. Mais... il est quand même d'avant tout peut-être un gros bouquet de testostérone avec quelques feuilles, quelques fleurs sèches, un petit peu sèches. Seine unfassbare Kreativ, jetzt nicht sein Auftreten und nicht dieses ganze wichtige Du, das ganze Tamtam mit den Frauen, das war mir ja zweitrangig, aber das, was er abgeliefert hat und das, was er gemacht hat, diese unglaubliche Vielzahl an Arbeiten und Vielschichtigkeit, also vom Realismus zu Kubismus und zu, was weiß ich, Wildermalerei und alles mögliche, und seine Skulpturen, traumhaft. He was in a bar and he didn't have money to pay his lunch and then he drew something on the paper and then he gave it to the waitress and the waitress said, but you have to sign it. And then Picasso said, if I signed it, then you have to give me the entire restaurant. Auf der anderen Seite wäre ich damals in der Rolle der Geliebten gewesen oder in der Rolle der Frau gewesen, die abgebildet werden und nicht, und meine künstlerische Kraft wäre nicht so zu Tage gekommen. In dieser Zeit und nicht neben jemandem. I wish I had been able to see him collaborate with Erik Satie on Parade, where he built the sets. I wish one could have seen him in action. I think one of the most impressive things I've seen of Picasso is in a television show, I think from the 50s, 60s, where he's painting live on a screen and you actually see the creative process. There are very few artists that are so visceral, and therefore for me he's a complete inspiration. Picasso ist für mich der Künstler. Es ist ein Synonym für Künstler, weil er alle die Eigenschaften, die ich bei einem Künstler voraussetze, eigentlich hat. Also er hat sich nie wiederholt. Er hat gesagt, ein Kunstwerk ist nie fertig. Er hat immer gesagt, ich arbeite weiter. Also er war nicht auf das Chef d'œuvre fixiert. Und ja, und das ist das Wichtigste überhaupt. And he showed us that we can continue to transform. I mean, he was this kind of shaman, torchbearer, showing us how we can have a richer, better life. I mean, he set himself as an example that he showed us he could transcend. But what he was really, really giving to us was our ability. He was putting himself as a role model the whole time. What he's really saying, every brushstroke, every gesture, is you can do this. You can transcend. You can become greater than what you are. Tremendous forebear. Picasso
Comme tout le monde le sait, Picasso est un immense artiste qui nous a donné vraiment des leçons de liberté et d'invention absolument époustouflantes. Mais bien sûr, j'ai un regard critique sur lui, comme je l'ai sur toutes les choses que je regarde, et les gens. Et là, j'ai fait une série d'œuvres sur les femmes qui pleurent sont en colère, en reprenant des portraits de Picasso, de Dora Maar, qu'il a toujours peint en train de pleurer, en mettant mes yeux, ma bouche, mon oreille, mon nez de travers dans ses œuvres, et bien sûr avec la bouche qui hurle et qui est prête à mordre. Parce qu'effectivement, j'essaye de dire aux femmes qui restent dans l'ombre, qui se sentent jamais légitimes parce que la société et les religions les ont formatées de cette manière, les femmes qui ne parlent jamais haut et fort, qui sont dans le retrait, dans la discrétion, sortez de l'ombre, émancipez-vous. Ich glaube auch gar nicht, dass sehr viele Künstler tatsächlich beeinflusst hat. Also vielleicht erst später in den, also die Wilden der 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, die waren vielleicht von ihm beeinflusst, aber ansonsten ist es so ein Kontinent eben, also so ein Universum für sich. Es gibt ja auch in dem Sinne keine große Entwicklung, also er hat ja nur sich selber verwirklicht. Si on doit parler de Picasso en 2023, il est important peut-être de dire qu'il y a eu des mouvements d'émancipation, des mouvements de décolonisation, et qu'aujourd'hui il est intéressant de questionner la figure de Picasso à travers le XXe siècle, à l'aube du XXIe siècle, par exemple. J'ai choisi par exemple d'amener deux ouvrages, un recueil de poésie qui s'appelle Corps perdu, qui est un recueil écrit par Aimé Césaire, qui a été illustré par Picasso. Dans ce recueil, Picasso décide de faire une gravure représentant un personnage noir de profil avec une couronne de fleurs. Alles was er gemacht hat, alles was aus ihm herauskam, aus den Händen kam, war Kunst. Also ich habe zum Beispiel neulich im Hammer Museum in Los Angeles die Papierarbeiten gesehen, die viele Leute ja nicht so ernst nehmen. Aber da kann man sehen, er war da und die Kunst ist nur so aus ihm herausgeflossen. Da gab es gar keinen Damm oder kein Zögern. Und das ist schon besonders. Also er hatte ein extremes Talent. Also man braucht nicht Talent, um Künstler zu sein. Also Van Gogh hatte überhaupt keins. Der wurde drei, vier Mal von der Akademie nicht aufgenommen, weil er kein Talent hatte. Ich habe auch kein Talent, aber da kann man trotzdem Künstler sein. Aber Picasso ist ein Künstler, der auch noch zusätzlich Talent hat. Ich war in Paris für ein Stipendium und das Picasso Museum hat gerade aufgemacht, 2015. Und ich bin dort hingegangen, damals mit meinem Vater. Wir hatten diese Reise in dieses Museum und für mich war das ein total wichtiger Moment, weil ich viele von den Werken zum ersten Mal gesehen habe, zum ersten Mal in der Fülle gesehen habe, wie viel er gearbeitet hat. When I was young at art school, studying art history as an Iranian, you know, my attention to Picasso went to two things. One, he was an artist that started very late in his life, which is very inspiring that one could still be an artist, not as a 20-year-old. The second thing that always stuck with me and Picasso is how he continued to reinvent himself, you know, from painting to sculptures to really surprising his audience. Because as an artist, I'm always changing styles and surprising my audience. Picasso ist der Typ, der es geschafft hat, Malerei wegzuholen von der Dekoration für Salons und Wohnzimmer und wieder eine Ausdrucksform daraus zu machen. Zeichnen und malen und töpfern und Skulpturen machen ist eine Ausdrucksform und sie ist super menschlich und genauso sind seine Bilder auch. Sie haben immer, wenn ich davor stehe, so eine Dimension, dass ich denke, ah, das will ich jetzt auch machen. Ich renne jetzt nach Hause, ich lasse vielleicht, mach die beiden Augen nicht übereinander oder ich lasse eine kubistische Perspektive weg, aber das ist so schön, das will ich auch machen. For me, Picasso is always as a flag for the independence of as an artist and activist who always subversive about style, language,
and he had a complete life, and he is someone have a strong belief, and his life is really admirable. Es gibt eine Sache in Picassos Bildern, die für mich ganz wichtig war, dass eine ganz starke Motivik da ist. So, es gibt das Vanitas-Motiv, die Motive in der blauen und in der rosanen Phase, vor allem die Clowns und Entertainer, die in Bewegung sind in der blauen Phase, Melancholie und Depression, die eine große Rolle spielt, oder die Endlichkeit der Dinge. Und ja, für mich ist das an Picasso das, woran es mich immer erinnert hat, dass wir als Künstler eben doch nicht mehr sind als das, was dort in seinen Bildern vorkommt. Clowns und Entertainer und eben das, was uns mit der Welt verbindet. There are very few artists, in my opinion, that grab you when you look at a work of his. And the more you learn about him as a person, the complex history, the complex personality, the way in which he believed so predominantly in everything that he did, perhaps to the detriment of people around him, makes him for me all the more fascinating. Diese ungeheure Leichtigkeit, und das hat der Mann ja die ganzen Jahre durchgezogen, also ich 8 Jahrzehnte im Grunde völlig spielerisch Bilder gemalt, und die Freude am Machen sehe ich immer in den Bildern, und das ist das, was ich so toll daran finde. Also dieses, ist das denn fertig? Es gibt so Riesenbereiche, die eigentlich in der Geschichte der Malerei eine Rolle spielen, das Non Finito, die offene Leinwand, das macht er ständig. Der malt mit großer Geschwindigkeit und sehr, sehr flüssiger Farbe, malt er seine Leinwände zurecht. Un peu fané, mais belle encore. Picasso. That's it.